Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit zwei neuen Karten für den Montag, den 27. Februar 2012. Das Ende des Monats naht schon wieder und jetzt heute für den Montag kommen die Meerjungfrauen und Delfine wieder zu Wort. Und für den heutigen Montag ist auch eine ganz tolle Kombi angesagt und zwar die aus göttlicher Magie und achte auf deine Gedanken. Sie sagen, deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Rechne mit Wundern, wie schön. Mach das hier mal auseinander. Die Karte besagt, dass da im Augenblick wieder universelle Tore offen sind. Das Wunder geschehen, dass einfach Situationen sich auf wundersame Art und Weise in eine bessere Richtung bewegen und ganz positive Lösungen bereithalten. Und die sind jetzt einfach angesagt. Und die Karte ist immer in Bezug auf eine andere Karte. Und zwar die Karte, die dann eben als nächstes gezogen wird. Und das ist jetzt im Augenblick einfach die Karte. Achte auf deine Gedanken, die da heißt, denke nur an das, was du dir wünschst, nicht an das, was du fürchtest. Das ist wichtig. Was das im Zusammenspiel heißen soll, da kommt jetzt, dass ihr jetzt wohl übers Wochenende auch einen Schritt gemacht habt. Oder jetzt dabei seid, einen Schritt zu machen in Richtung der Erkenntnis, wie unglaublich wichtig und spielentscheidend es ist, was ihr denkt. Und die göttliche Magie im Zusammenhang mit der Karte Achte auf deine Gedanken soll eben einfach sagen, dass ihr da ganz wundersame Situationen oder Erfahrungen erleben dürft oder machen dürft, die euch zeigen, wie die Zusammenhänge sind. Und das ist bahnbrechend. Das ist wirklich so, dass ihr dann für euren zukünftigen Manifestationsprozess beziehungsweise für Zukünftiges, was ihr erleben dürft, einfach erkennt, wie die Zusammenhänge jetzt einfach im Zusammenspiel mit euren Gedanken und dem, was da anschließend bei rumkommt, sich genau verhalten. Also ihr dürft das jetzt wirklich 1:1 feststellen und ihr seid jetzt auch in der Lage, das 1:1 festzustellen, wie mächtig ihr seid diesbezüglich. Da sind einfach einzelne Schritte gegangen worden jetzt und werden noch gegangen von euch, die euch einfach ganz klar die Zusammenhänge darlegen und wo euch wirklich zum Teil Kronleuchter aufgehen. Und das ist wahnsinnig befreiend, denn dann wisst ihr umso besser, wie ihr zu denken und zu fühlen habt, damit ihr genau das erreicht, was ihr wollt. Und zwar exakt genau das, was ihr wollt. Und nicht zufällig irgendwas, sondern wirklich, ihr werdet euch eurer Macht und eurer Kraft jetzt wirklich auf ganz tolle Art und Weise immer bewusster. Das wollen sie euch für den heutigen Tag mitgeben. Und ihr seid da wirklich von einer göttlichen Magie umgeben diesbezüglich, weil jetzt sind einfach im Jahr 2012 ganz grandiose Bewusstseinssprünge angesagt und Möglichkeiten angesagt, die Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind, diese universellen Gesetzmäßigkeiten, nicht nur so wischiwaschi am Rande mitzubekommen vielleicht, sondern ihr lernt jetzt wirklich, was Sache ist, was natürlich extrem befreiend und erleichternd auf euch einwirkt. Und das wollen die beiden Karten jetzt schlicht und ergreifend für den heutigen Tag euch für den Wochenanfang bringen und sagen. Es ist jetzt ganz schön für euch, zukünftige Dinge zu manifestieren und genau zu wissen, was müsst ihr tun, was müsst ihr lassen, damit das Ganze genauso wird, wie ihr es haben möchtet. Ich lese jetzt trotzdem auch nochmal vor, was zur Karte Achte auf deine Gedanken im Buch steht. Diese Karte ruft dich auf, besonders auf deine Gedanken zu achten. Du hast keinen neutralen Gedanken. Jeder Gedanke erzeugt in deinem Leben eine Wirkung. Achte also darauf, nur positive Gedanken zu denken. Die meisten von uns rutschen ab und zu in die Negativität und auch dir passiert das vielleicht gelegentlich. Doch du kannst die Wirkung deiner negativen Gedanken wegzaubern, indem du es erkennst und sagst, ich lösche jetzt diesen Gedanken und ersetze ihn durch die folgende Affirmation meiner wahren göttlichen Sehnsucht. Zähle nun all die Situationen und Qualitäten auf, die deine Göttlichkeit spiegeln. In diesem wichtigen Lebensabschnitt verfügst du über die Kraft, schnellstmöglichst
dein höchstes Potenzial zu verwirklichen. Also das wollen sie jetzt wirklich sagen. Es sind jetzt Durchbrüche angesagt, es sind jetzt einfach ganz, wie schon erwähnt, ganz bahnbrechende Erkenntnisse angesagt, und die müssen eben zuallererst kommen, damit sich im Außen dann eben auch Bahnbrechendes verändern kann. Und das ist jetzt gerade das Erstere, das Innerliche ist jetzt gerade zumindest angesagt, und ihr werdet euch jetzt mal sehr überraschen lassen können, was da in der nächsten Zeit auf euch zukommt an äußerlichen Folgen dessen, dass ihr die Dinge eben begriffen habt und langsam begreift, wie das alles so funktioniert. Ich kann nur aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, ich finde das ganz wunderbar, wunderschön, und ich bin immer noch sehr erstaunt, was alles passiert, wenn man sich wirklich drauf einlässt, sich sehr, 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 sehr damit zu üben, seine Gedanken immer wieder anzuschauen, sich die Mühe zu machen, zu üben, immer wieder den besseren Gedanken zu finden, sich immer wieder die Mühe zu machen, zu sagen, ich habe jetzt die Wahl, ob ich mich aufgrund der Beobachtung einer Situation schlecht fühle oder ob ich mich trotzdem nach wie vor gut fühle, egal was da um mich rum passiert. In dem Moment, wo ihr das, egal was ihr gerade erlebt, euch immer die Wahl trefft, euch trotzdem gut zu fühlen, ist es unglaublich, was sich dadurch alles verbessert. Also wirklich, das, ihr habt in jedem Moment die Wahl, und das zu erkennen, dürft ihr jetzt ja erleben, sozusagen Schritt für Schritt. Der eine mehr, der andere weniger, jeder in seinem Tempo. Aber die Energie dafür ist eben ganz super toll. Also ich wünsche euch da jetzt auch heute für den heutigen Montag ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Erkenntnisse. Ich wünsche euch einfach wirklich dieses schöne Gefühl zu wissen, dass ihr die Dinge in der Hand habt. Und sonst außer euch überhaupt niemand. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Dann entlasse ich euch da in den Montag, ihr Liebsten, und wünsche euch ganz, 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 einen ganz tollen Tag. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!